Kommentar zu meinen Dislikes. CHB, ich lutsch nicht deinen Schwanz. Ich gehe davon aus, dass es nur eine einzige Person betrifft und entsprechend für ein großes Publikum gar nicht der Rede wert sein sollte. Da sich diese Person aber ja offenbar noch immer eine Sonderbehandlung wünscht und ich jeden Einzelnen aus meinem Publikum gerne ernst nehmen und ihm die gewünschte Aufmerksamkeit schenken möchte, nehme ich nun noch einmal zu einem der jüngsten Vorfälle auf meinem YouTube-Kanal Bezug. Wie schon seit einiger Zeit in unregelmäßigen Abständen vorkommend, erhielt ich auch am 24. November 2017 gegen 18 Uhr auf mehrere meiner veröffentlichten YouTube-Videos jeweils genau einen Dislike. Dieses Mal traf es die 9 zuletzt veröffentlichten Videos. Das weiß ich, da ich kurz zuvor aktualisierte, dann kurz abgelenkt war und nach wenigen Minuten erneut aktualisierte. Nun mag man sich denken, jeweils einen Dislike auf die 9 zuletzt veröffentlichten Videos innerhalb von geschätzt 5 Minuten ist auf einem Kanal, auf dem ansonsten relativ wenig geschieht, schon sehr auffällig. Genau das habe ich mir auch gedacht. Denke ich mir schon seit einiger Zeit, denke ich noch immer und versuche jetzt mal die entsprechenden Rückschlüsse daraus zu ziehen. Da das genaue Anhören und Ansehen dieser 9 Videos in dieser kurzen Zeitspanne überhaupt nicht möglich ist, muss eines von beiden Szenarios zutreffen. Erstens. Dies ist als gezielter Mobbing-Angriff auf mich persönlich und oder meinen Kanal zu verstehen. Die Beurteilung der Videos ist in dieser kurzen Zeit nicht möglich. Man hat sich vermutlich gezielt durchgeklickt, um schnell einen Dislike zu hinterlassen. Für viele YouTuber, die mit dem Herzen dabei sind, wäre das vermutlich ein sehr ernstes Thema. Hätte ich unter meinen 9 letzten Videos irgendwelche Gastbeiträge dabei gehabt, hätte es zudem vermutlich auch diese erwischt. Einfach nur, weil sie auf meinem Kanal veröffentlicht wurden. Die Vermutung eines Mobbingangriffs liegt also nahe. Zusätzlich ist aufgrund der unregelmäßigen Abstände dieser Aktionen davon auszugehen, dass diese Person nur selten Zugriff auf internetfähige Geräte besitzt. Die Tatsache, dass keine weiteren Maßnahmen regelmäßig ergriffen werden, führt mich außerdem zu der Annahme, dass diese Person nicht sehr gut mit dem weltweiten Netzwerk vertraut ist. Eine solche Person nutzt ansonsten vermutlich auch selten YouTube und muss meinen Kanal also ganz gezielt gesucht und besucht haben. Die Beurteilung hat also offenbar weniger mit der Qualität meiner Videos als mit möglichen Differenzen mit meiner Person zu tun, die über YouTube ausgetragen werden sollen. Die Gesamtheit dieser Rückschlüsse lassen für mich wenige Personen übrig, die als sogenannte Übeltäter in Frage kommen könnten. Eigentlich gäbe sogar nur eine einzige Person übrig. Ich kann also davon ausgehen, dass ich weiß, auf welche Person ich diese Unliebsamkeiten zurückzuführen habe. Das zweite mögliche Szenario wäre noch verhaltensauffälliger. In diesem Fall hätte ich es dann mit einer Person zu tun, die sehr lange darüber nachdenkt, ob sie auf YouTube mögliche Dislikes verteilt und anschließend einfach gebündelt abgibt. Man stelle sich dieses Szenario mal praktisch vor. Oh, ich habe verdammt viel Zeit. Dann besuche ich doch einfach mal YouTube. Hier habe ich einen interessanten Kanal gefunden. Der Betreiber heißt offenbar Carsten Todd. Dann will ich mir doch mal seine neuesten Videos anschauen. Naja, nicht das, was ich erwartet habe. Dann denke ich doch mal darüber nach, einen Dislike zu geben. Denn schließlich wird um eine Bewertung gebeten. Jetzt muss ich aber erstmal einkaufen gehen. So, was mache ich jetzt mit diesen komischen Videos?
Darüber muss ich noch mal nachdenken. Jetzt ist aber ja erst mal ein Ölwechsel dran. So, da war doch was. Wie geht es jetzt weiter mit diesen Videos? Darüber denke ich noch mal nach. Jetzt aber erst mal am Fahrrad die Luft aufpumpen. Ach ja, mir gehen diese Videos einfach nicht aus dem Kopf. Hoffentlich vermassele ich wegen meiner Grübelei meine nächste Prüfung nicht. Jetzt muss ich aber erst mal in die Stadt fahren. Der Dislike kommt vielleicht später. Wie geht es jetzt weiter mit diesen merkwürdigen Videos? Jetzt muss ich erst mal meinen Umzug planen. Darüber denke ich aber noch mal nach. So, ich hatte ja mal diese komischen Videos von Carsten Todd auf YouTube gesehen. Ich sollte unbedingt mal über einen Dislike nachdenken. Jetzt fahre ich aber erstmal in den Urlaub. Den ganzen Urlaub habe ich nur über diese Videos nachgedacht und meine Prüfung habe ich auch verkackt. Jetzt verdient er seine Dislikes. Ich gehe nochmal schnell auf YouTube. So, jetzt hat er sie. Ha 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 ha. Ich möchte nicht behaupten, dass es solche Menschen nicht gibt, aber auf mich wirkt ein solches Verhalten doch schon sehr verhaltensauffällig. Die Möglichkeit, dass ein internetaffiner YouTube-Nutzer begeistert von meinem Kanal ist und in unregelmäßigen Abständen zahlreich einfach einen Like mit einem Dislike verwechselt, möchte ich jetzt doch mal bewusst ausklammern. Wie soll ich dieses Statement zu diesen außergewöhnlichen, interessanten Vorfällen nun enden lassen? Vielleicht mit einem Statement ähnlicher Natur. CHB, ich lutsch nicht deinen Schwanz. CH, CH, CHB, ich lutsch nicht deinen Schwanz. Ich lutsch nicht deinen Schwanz.